Hallo und herzlich willkommen zu Cake. Heute gibt es eine kreative Anwendung zu meinem jetzigen Lieblingsrezept, und zwar Einhorn-Baisers aus Aquafaba bzw. Kichererbsenwasser. Falls ihr zum ersten Mal auf meinem Kanal seid, dann freue ich mich, dass ihr hier zuschaltet und hoffe doch, dass ihr abonniert. Jetzt beginnen wir mit dem Rezept. Ich habe 2 Dosen Kichererbsen abtropfen lassen und das Wasser, genannt Aquafaba, über Nacht in den Kühlschrank gestellt. 125 ml davon habe ich abgewogen und für 10 Minuten im Standmixer festgeschlagen. Hier habe ich dann 125 Gramm Zucker hinzugegeben und eine Packung Vanillezucker und das Ganze nochmal 5 Minuten schlagen lassen. Das Ergebnis ist eine schöne, cremige, glänzende Masse. Mit einer großen, runden Tülle habe ich dann kleine Küsschen auf Backpapier gespritzt. Ein wenig Baiser hatte ich mir zur Seite gestellt und in 3 unterschiedlichen Farben gefärbt, und zwar gelb, pink und türkis. Falls ihr mein letztes Video gesehen habt mit Aquafaba, wisst ihr, dass ich gelb und pink schon verwendet hatte, um meine Tortentopper zu erstellen. Deswegen waren die schon in Spritzbeuteln. Das Ganze hatte ich länglich auf ein Stück Folie gespritzt und dann die Folie zusammengerollt, so wie eine lange Wurst. Diese längliche Wurst habe ich dann in einen Spritzbeutel reingegeben, wo ich schon eine Spritztülle drin gesteckt hatte, und ich verwende hier eine kleine geschlossene Sternetülle. Das gebe ich jetzt auf die einzelnen Küsschen drauf. Die Küsschen müssen jetzt backen bzw. trocknen, und dafür gebe ich sie in einen vorgeheizten Backofen bei 100 Grad für 75 Minuten. Dann stelle ich meinen Ofen aus und lasse sie für weitere 30 Minuten im Ofen stehen. Das Ergebnis sind diese kleinen, süßen, perfekt harten Baisers. Jetzt zum Dekorieren. Ich verwende eine ganz feine Pinsel- und Gel-Lebensmittelfarbe in Schwarz, um die Augenbrauen drauf zu malen. Und wie ihr sehen könnt, gelingen mir die Augenbrauen auf der rechten Seite ziemlich gut und auf der linken Seite finde ich es extrem schwierig. Und interessanterweise finde ich es genauso schwierig bei meinen eigenen Augenbrauen. Dann verwende ich Lebensmittelfarbe in Puderform und streiche mir ein paar Bäckchen auf meine Einhörnchen. Zuletzt verwende ich goldene Lebensmittelfarbe und streiche die Hörnchen. Und somit bin ich fertig mit meinen veganen Einhorn-Baisers. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Über euren Feedback würde ich mich wie immer freuen. Danke fürs Zuschauen und bis bald!